haben jetzt jedenfalls ein mich. Wir haben Felix. Felix der Intellektuelle. Sehr gut. Ich bin unser Koch. Jetzt brauchen wir noch jemanden. Da ich ermute, dass er gleich reingucken wird, könnte ich Sean nehmen. So wie ich Sean kenne. Jean Pardo. Es passt schon, glaube ich. Probieren wir das mal, würde ich behaupten. Wir haben halt echt. Der kann gar nicht. Der kann ein bisschen Melee und der ist so der Einzige, der halbwegs kämpfen kann. Das könnte echt bitter werden mit der Verteidigung, weil wir nichts treffen werden. Da haben wir halt ein bisschen Medizin auf zwei Leuten. Der hat halt kein Medical, kann aber theoretisch lernen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich muss sagen, ich habe nur ungefähr 10 Stunden von dem Game bisher gespielt. Mehr. So, können wir erstmal das freigeben? Freigeben, freigeben, freigeben. Was du? Nee, wir warten unser Schießer. Was ist unser Schießer, ne? Ist ein Revolver besser oder die Bolt Action? Damage 12. Damage 18. Stopping Power 1,0. Armor Penetration. Würde schon sagen, die. Okay. Dungeon. Hier. Equip Bolt Action Rifle. Shooting. Bisschen Ticken besser. Weil du bist, ist egal. Du bist Revolver. Und dann kriegst du. Wo ist denn das eigentlich? Sean muss auf jeden Fall dann auch noch die Black Mask nehmen. Und die Flagpants. Und du bist. Bop, 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 bop. Haben wir nicht irgendwo noch eine Melee-Waffe, dachte ich immer. Ah, hier, genau. Du kriegst dann das Plast Steel Knife. Wir erlauben das. Wir erlauben die alle. Und die hier auch. So, müssen wir mal gucken, was wir hier auf der Map eigentlich haben. Was hier passiert ist. Da oben ein bisschen. Hier stehen Sachen rum. Sandstone Table. Okay, Limestone Table. Wir können sogar so ein. Hier. Claim, uninstall. Claim, uninstall. Claim, uninstall. So. Diesmal haben wir dann mal durchgehen lassen. Frage ein bisschen, wo wir uns hinbauen wollen. Wir haben Bisons. Schnucklig. Natürlich sehr angenehm. Gibt sonst noch so. Sonst so mega spannend. Warum? Sehe ich schon halb eingebaut. Da ist ein Sarkophag drin. Ich glaube, da soll ich nicht hingehen. Gaming Kalle, hallihallo. Was ist das? Du kennst RimWorld nicht? Es ist ein, ich sag mal, Kolonie-Management Simulator, kind of. Ich fange hier an mit drei sozusagen abgestürzten Raumfahrern und muss jetzt auf dem wilden Planeten, den ich hier habe, zurechtkommen. Moment, das hier ist eine Wand, ne? Ja, genau, da darf ich nicht rein. Das habe ich schon mal in einem Playthrough gefunden. Da versteckt sich was Fieses dahinter. Da sollte ich mich nicht reinbuddeln. Sonst bin ich direkt RIP, das weiß ich. Wir müssen vielleicht mal gucken, wo hier. Ah, die sind da drüben, die besonders fruchtbaren Sachen. Oder hier. Wenn wir können uns auch hier bewegen, aber das wächst natürlich schneller, wenn wir in so einem Bereich arbeiten. Es würde ein bisschen bedeuten, dass wir uns nicht in eine Höhle bauen können. Was ist das denn hier? Mud Walkspeed. Okay. Also hier ist nicht so cool hinzubauen, so wirklich. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen planen. Wir haben keinen gut liegenden fruchtbaren Boden, finde ich persönlich. Können uns höchstens hier, so also auch Compacted Steel, können uns da ein bisschen reinbauen, aber da haben wir da vielleicht noch ein bisschen. So, nee. Richtig gute, große, fruchtbare Flächen haben wir nicht in dem
der Map. Der ist natürlich unlucky. Müssen wir jetzt irgendwie mit umgehen, finde ich. Wir müssen wahrscheinlich hier mit reinbauen. Der Vorteil ist, wenn wir uns in so einen Erdklotz reinbauen, dass der Stein die Hitze, die wir später haben können, isoliert und ein bisschen vor Hitze schützt. Entsprechend. Da sind Türen. Das kann ich mir nur deconstructen, damit. Ich könnte mal eine Build-Copy machen. Eine Steel-Door. Das heißt, wir werden uns hier reinbauen wollen. Compacted Machinery. Das müsste mir tatsächlich was geben. Oh, das kann ich auf jeden Fall abbauen. Das gibt mir später Konstruktion. Das ist aber auch in der Nähe der Bisons. Joa, dann würde ich mal sagen. Orders. Können erstmal kurz durchplanen. Ich würde hier einen Eingang machen, würde ich sagen. Haben wir hier einen Zwei-Eingang? Wir haben eigentlich nur Türen, die mal ein Feld breit sind. Was so ein bisschen dagegen sprechen würde, das hier so abzubauen, wie ich es jetzt geplant habe. Denn eher ein, wir bauen so rein. Und dann bauen wir vielleicht hier den Gemeinschaftsraum hin. Das wäre unser erster Raum dann. Und wo können wir denn? Dammit. Hier können wir es noch nicht. Drei mal vier geht hier. So geht's. Und ich will gerne 3x4 Felder haben, weil die das dann als angenehmen Platz empfinden für ein Zimmer. Da freuen sich drüber und müssen auch ein bisschen deren. Upsi. Die Bedürfnisse unserer Leute im Blick behalten, weil sie eine schlechte Laune kriegen und teilweise durchdrehen oder plötzlich Amok gehen und Riot und sowas. Aber erstes Ziel ist es demnach, hier zu minen und hier zu minen. Damit wir hier unsere erste Base bauen können. Bedeutet natürlich gleichzeitig auch, wir müssen unser Lager definieren. Würde ich mal das noch wegmachen. Können wir hier unsere erste Lagerzone direkt hier davor machen, so ungefähr. Und wir haben hier noch eine Dumping Zone. Die ist nicht ganz so relevant. Können wir hier hin machen. So ist erstmal das Ziel, würde ich sagen. Dann müssen wir über die Arbeitsverteilung gehen. Oh Gott. Oh Gott. Smith Tailoring. Wir haben kein Tailoring mitgenommen. Oh Gott, das ist bitter. Und kein Crafting, kein Tailor und kein Smithing so richtig dabei. Ja. Hat wird schwierig. Doctoring. Der hat 6, der hat 4. Würde ich fast dir die höhere Prio geben. Sowas. Firefighting ist sehr wichtig. Patient sein. Ist mal Patient. Bedrest. Finde ich ziemlich wichtig, die Leute passend ins Bett gehen. Active Work Policy, Auto. Kein Active Work Policy. Okay. Benutzen. So, Hall Plus, Basic. Basic Switches, Warden, Handle. Das geht um Tiere. Da hast du 11. Das ist schon ziemlich wichtig für dich. Du hast 3, du hast 6. Für dich ist es weniger wichtig. Du bist am Kochen. Da ist es für dich eine der Haupttätigkeiten, wenn wir dann kochen können. Jagen. 1,59. Du bist halt unser Tiermensch. Und gleichzeitig aber unser Bauarbeiter. Oh Gott. Das ist schon wieder zu viel auf einem. Du bist unser Pflanzenmensch. Du bist gleich auch unser Mining-Mensch. Oh. Plant Cutting, Growing, Plant Cutting. Plant Cutting könnt ihr zumindest alle machen, würde ich sagen, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Tragen, okay, Clean. Sauber machen ist immer relativ wichtig. Das wird auch nicht permanent anfallen. So.
Jetzt ist es auch noch wichtig, während wir das machen, dass wir Zonen festlegen, in denen wir Sachen anbauen. Dafür will ich nochmal kurz das haben hier. Machen wir direkt mal so eine große Zone, in der wir Reis anbauen als erstes. Wo ist es denn? Die Rice Plant. Außerdem Growing Zone. Sehe ich es nicht mehr, ne? Außerdem werden wir hier mal Cotton anbauen. Wir brauchen wahrscheinlich gar keinen Cotton, wir können Smoke Leaf anbauen. Haha. Da können wir wahrscheinlich sogar noch mehr anbauen. Expand Blend Zone. Unser Rauchfeld. Harvest. So, die Leute sind direkt am Durchziehen. Mir fällt gerade so auf. Orders, Job Wood. Es wäre vielleicht notwendig, hier erstmal ein bisschen frei zu machen. Meiner Meinung nach. Und haben wir nicht jemanden dafür definiert, dass der meinen soll als erstes? Wer ist denn unser Miner? Sean, okay. Ach, weil du auf Grown mit bist, ne? Nee, mach's mal ein bisschen nicht Grow zuerst. Du sollst mal zuerst minen. Wir müssen erstmal unsere Base bauen. Bevor wir also irgendwo einen Unterschlupf finden. Bevor wir Sachen tun. Oh, Moment, habe ich jetzt. Schon den korrekten, ne? Ja doch, ich habe Felix davon abgezogen. Vollkommen richtig. Ben ist am Plant-Cutten bzw. am Gucken. Können hier nochmal auf Harvest Fully Grown gehen. Und würden wir erstmal ein bisschen Beeren als Nahrung arrangieren. Okay, du bist erstmal am Deconstructen. Machen wir ein bisschen schnelleren Zeitvorlauf, sonst dauert das hier viel zu lange. Und natürlich immer noch das Problem, dass wir hier viel Holz brauchen am Anfang. Ist einfach so. Aber bei den Bisons können wir eigentlich schon mal tamen. Tame-Option einmachen. Das ist jetzt Male, Female, perfekt. Female, so. Da wird unsere zur Tür reingebaut werden. Die dann auch schon mal haben. Da wir hier mehr Platz brauchen, können wir hier das Holz ein bisschen weghacken, würde ich sagen. Vermehren die sich auch? Ich glaube. Also zumindest, das sind jetzt alles Männer. Aber zumindest war es bei mir schon mal in einem anderen Playthrough, wo ich angefangen habe, der Fall, die sich verliebt haben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Kinder kriegen können. Die Tiere können auf jeden Fall Kinder kriegen. Die können schwanger werden und Kinder kriegen. Bei den Menschen bin ich mir nicht sicher. Ansonsten vermehrst du deine überlebende Kolonie oder da werden mehr Menschen eher durch Events, dass Leute sozusagen von deinem erfahren und dann eher das zu dir bringen. Würde ich sagen. Können wir das mal so machen? Was macht denn ihr jetzt da? Sind falsch bei euch? Arbeitet ihr Typis. Arbeit, Arbeit. Sonst habt ihr nichts zum Pennen, wenn ihr nicht arbeitet. Sonst müssen wir irgendwie die Dinger mal install machen. Erstmal hier als Zeltstadt. Irgendwie so. Und von dir noch. Bist du unser Arbeiter?
Prioritize building modern tent. Das ist eine Granittür. Wer baut denn Granittüren? Okay, der baut auch ein Zelt auf. Sehr gut. Dann stehen schon mal zwei Zelte. Das sollte dann... Inspired Creativity Ben. Thanks to high mood, Ben has experienced inspiration. Next item art or furniture he creates will be... Two quality levels higher than it would be otherwise be will end in 8 days. Ja, das ist nicht so wahnsinnig hilfreich, weil ich glaube, der ist ein Art sowieso nicht so gut. Doch, Artistik 5,7 ist sogar ganz okay. Aber ist nicht wahnsinnig gut. So, Furniture, wir brauchen jetzt vielleicht mal hier irgendwie eine Fackel drin. Und außerdem brauchen wir mal ein Campfire. Und dann können wir hier noch die Zone vergrößern, damit das hier ordentlich viereckig ist. Felix schuftet immer noch, der ist aber auch super happy gerade. Underground. Ah, der will Underground sein. Ja, guck mal einer an. Darkness. So. Schlafen alle, außer ich. Wo laufe ich denn hin? Cleaning Dirt. Ist das denn ernst? Jo! Oh, sehr gut. Ah, sehr gut. Oh Mann, ey. Da wird erstmal Dirt gecleant. Mitten im Nirgendwo. Red Panda, kann ich dich tamen? Oh, ich kann einen roten Panda tamen. Das ist natürlich supi. Ja, jetzt ist halt Nacht. Sprich, müssen wir jetzt warten, bis wir wieder aufgestanden sind. Ich glaube, wir haben niemanden, der eine Nachteule ist. Iron Stomach Underground, Iron Stomach Nervous. Nee, Underground. Oh, ich habe zwei Undergrounder, okay. Gastronomist, Cooking plus 4, Artistic plus 4, Food Poison Chance minus 25%. Slow Learner, oh Gott, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Slow Learner ist natürlich hart. Neat. Agenic und Organized, they will not track in dirt or thrash anywhere and feel happy while cleaning. Okay. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Leute entsprechend alles getan haben, was wir an Aufträgen erteilt haben. Es wäre natürlich wünschenswert, dann auch noch irgendwie Betten zu bauen. Also zum Beispiel hier ein Bett hinzusetzen. Sind die Leute jetzt eigentlich hin? Okay, John kommt da gerade wieder. Building Roof. Felix ist super happy. Krass. Und du, ich penne noch. Okay, auch eine Option. Außerdem sollten wir ein Table. Können wir den hier einfach install? Genau, Table. Nehmen wir und packen den da hin. Die Sachen müssen wir mal wegräumen hier. Die Überreste, sage ich mal. Ist nicht so ganz klar, ob es irgendjemanden gibt, der eigentlich schon unsere Beeren aberntet. Und was wir vor allen Dingen noch brauchen, bevor sie sich anfangen zu beschweren, ist irgendwie hier ein bisschen Spaßbeschäftigung. Sonst meckern die immer rum. Okay, ich bin hart am Putzen. Ich bin richtig hart am Putzen. Das ist krass. So, wir sollten jetzt vielleicht aber mal unser Lager auch irgendwie ein bisschen mit Wänden versehen, würde ich sagen. Entsprechend bauen wir hier mal... Oh, müssen wir hier aufpassen, dass der Eingang war. Um hier mal an Wände hinzubauen.
Shaman Merchant of Union Trope. Achso, und in offensichtlicher Weise. Die sterben auch auf jeden Fall. Offensichtlicherweise werden wir besucht von zum Beispiel jetzt ein Händler. Also Schamanenverkäufer. Er hat mein höchstes Sozialskill 4,3, 7, na, Felix, dann müsstest du dann mal mit den Leuten reden, wa? Also, die sterben auf jeden Fall auch. Und sie, oder sie können sterben, auch sowohl durch Verletzung als auch durch Alter. Allerdings ist, glaube ich, ein Jahr irgendwie 60 Tage, also das dauert eine ganze Weile. Und mit dem, da muss ich reden, wenn ich handeln will. Ich habe, glaube ich, habe nicht viel zu handeln. Aber vielleicht kann ich hier irgendwas Cooles kriegen. Ich könnte theoretisch hier zum Beispiel einen Hund kriegen. Katzen. Ich könnte. Neutroamin. Das ist nicht Precursion, why it's used. Sondern it's own. Many drugs require Neutroamin as an ingredient, okay? Psychic Pacifier, Psychic Insanity Lens, Psychic Shock Lens, Gold. Wofür immer ich Gold brauche. Kaum ein Wert. Wahrscheinlich brauche ich das später für Chips. Plasteel. Ich könnte meinen Hund theoretisch verkaufen, dessen Master Jean ist. Ich könnte mir hier Nahrung von denen kaufen. Aber ich glaube, ich brauche aktuell nichts von denen. Ich könnte meine Medizin an sie verkaufen. Nee. Das ist relativ fein, wie es aktuell ist. Du until. Oh. Machen wir mal kochen. So. Lange wir Zutaten haben, bis wir sechs Mal Essen haben, weil das deutlich besser ist als diese Überlebensration. Die sind halt wirklich nur ein Backup. Dadurch sollten wir das nicht übertreiben mit den Sachen. Der rote Panda ist jetzt schon ein bisschen nice. Oh, what? Was? Lude Shinusun raidet uns. Muss aber eine ganze Weile laufen, der Freund. Bis er da bei uns ist. Würde ich mal behaupten. Dann kann ich noch einiges bauen. So, jetzt sollte ich vielleicht die Leute mal langsam zusammenrufen. Wir kommen mal alle. Wo kommen wir denn zusammen? Ah, Jean schießt schon. Ja, er trifft nur nix. Du bist unser. Ne, du bist nicht der gute Kämpfer. Wer ist unser. Ja, Jean ist unser guter Kämpfer. Stimmt. Du hast die Melee-Attacke. Du kannst direkt auf ihn drauf zulaufen. Aber der wird doch von denen angegangen. Der kommt nicht bis zu uns. Allow. Strip. Wir brauchen natürlich jetzt euch nicht mehr. Du gehst erstmal dahin und. Moment, was machst du? What the fuck? Ist der Typ tot? Dead. Ja. Das heißt, wir brauchen aber hier jetzt ein Grab in irgendeiner Form. Kannst du das craften? Ja, please. Damit die Leiche wegkommt, weil die sonst eine schlechte Laune erzeugt für viele von uns. Entsprechend bitte mal buryen, Jean. Bury mal bitte den guten Mann. Damit das schnell verschwindet und keine Krankheit oder ähnliches macht. Yep, sehr gut. Das sollten wir allerdings schon wieder uninstallen können. Ja, wir sind natürlich jetzt ganz genervt von den Leuten, die hier rumlaufen. Da kann man natürlich nicht gut schlafen, ne? Kann ich verstehen, John. Das tut mir leid. Kann ich aber gerade nicht viel dagegen tun, weil die einfach hier rumstiefeln. Ist noch ein Hase verrückt geworden und will uns Menschen angreifen. Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt geht's ja aber auch. Kampfmodus. Triff ihn.
Wo rennt der Hase denn hin? What the fuck? Okay. Also lese schon, sorry. Jetzt bräuchten wir aber mal ein Production, einen Butcher-Spot. Und da können wir hier natürlich wieder den Auftrag geben, bitte immer Butcher Creature, weil das dann natürlich Fleisch bringt. Und ich zerlege das gute Tierchen und dann kann man auch noch wieder Nahrung herstellen. Sehr schön. Not assigned to constructing. Aber dafür mache ich sauber. Also von der Seite bin ich gut dabei. Bin der Saubermann in unserer WG. No Defense, ich weiß. Ich bin ja hier noch am Ausbauen. Entspannen Sie sich. Wofür war der? Für Cooking, Artistic, Medical. Mining? Nicht für Mining freigegeben? Relaxing socially. Ah, der braucht Recreation, deswegen ist jetzt gerade hier am Chillen. Okay, das kann ich verstehen. Die freuen sich übrigens auch, wenn sie hier an einem Tisch sitzen können. Deswegen habe ich einen Tisch gebaut. Sonst meckern die irgendwann rum. Quite comfortable ist hier zum Beispiel schon, ne, dadurch, dass er ordentlich schlafen kann. Underground Autos, Disturbed Sleep dreimal ist natürlich nicht so geil. Absorbed Corpse ist nicht so geil. Wenn das noch länger rumliegt, wird es noch schlimmer. Ja. Das wäre alles nicht so cool. Oh, jetzt haben die ganzen Sachen schon geholt. Hier, Install. Mach's hübsch. Hier haben wir noch einen Tisch rumstehen. Hier haben wir noch eine Vase rumstehen. Machen wir das hier unten erstmal fertig. Dann haben wir natürlich, wir müssen weiter unsere Struktur arbeiten. Wooden Wall hier noch aufbauen. Wir haben es übrigens auch noch hier eins zu kurz gemacht. Und dann wollen wir weiter Furniture bauen. Wir können hier oben direkt eins in die Betten reinbauen. Bei Struktur müssen wir hier noch eine Tür reinbauen. Wir wollen das hier dann irgendwann wegnehmen. Wir müssen hier auch wieder eine Lampe reinsetzen. Und vor allen Dingen wollen wir hier die Böden in Schlafzimmern machen, weil dann die Schlafzimmer als hübsch angesehen werden. Relativ wichtig. Need Defenses. Ja, okay, dann bauen wir halt eine Defense. Hier Security. Barricade. So, machen wir vor unseren Eingang eine Barrikade. Sind wir alle am Main? Das ist natürlich auch eine Option, um möglichst schnell voranzukommen da hinten. Wir brauchen außerdem noch eine Production Research Bench. Und wir müssen, glaube ich, mal eine Roof Zone hier drüber setzen. Cannot build a roof over a popular tree? Mir egal, wir bauen jetzt hier überall Sachen drüber. Wir bauen es doch einfach ab. Ist doch vollkommen fein. Dann natürlich aber auch, dass wir hier wieder eine Fackel hinsetzen müssen irgendwie. Gucken wir mal hier hin. Wenn es jetzt dunkel wird. Außerdem könnten wir vielleicht mal, damit es ein bisschen hübscher ist, noch ein paar Pflanzendekos hinsetzen. Da freuen die sich, glaube ich, ganz gut drüber. Das können wir übrigens noch uninstallen jetzt. Und dann können wir hier eine Struktur weiter bauen. So.
Und noch ein Bettchen hier hinten. Struktur. Zack. Da brauchen wir dort hinten auch nochmal Licht. Und Floors. Brauchen wir einen Wood Floor. Der hier wird natürlich jetzt immer noch gestört, weil hier alle immer durchlaufen, was ein bisschen blöd ist. Aber das kriegen wir dann schon hin. Am nächsten Tag, würde ich sagen. Okay, um unsere Pflanzen wird sich nur so halb gekümmert, die wir definiert haben. Da habe ich jemand noch nicht hart genug ins Planting genommen. Bei der Arbeit. Handle Hand Construct. Wer ist denn für Plant Cut? Ah, hier, Grow. Da habe ich meinen nur eingenommen. Lass mal so rum. Weil wir unser Feld natürlich langsam anlegen müssen. Wie ich immer am Saubermachen bin, ey. Wie ich immer am Saubermachen bin. Ja, ich habe halt echt nicht viel zu tun. Da Hall, Basic, Handle. Müssen wir auf 3 setzen, glaube ich, damit ich da normal zu tun habe. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn immer alles sauber ist, dann wird die negative Meinung deutlich reduziert. Jetzt können wir das hier auch noch uninstallen. Wir haben nichts zu essen mehr, wa? Das ist ein bisschen ein Problem. Also wir haben noch zu essen, 26, aber wir haben nichts mehr anderes zu essen. Das meine ich ein bisschen hier. Mal hier ein Harvest raus, Harvest-Auftrag. Felix meditiert in der Zeit. Wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine Art Zelle. Eine Solar Flare. Intense Radiation will shut down all electrical devices and should pass in about a day. Das ist uns relativ wumpe. Wir haben eh keine elektrischen Geräte aktuell. Und jetzt arbeite ich daran. Bin ich selber gerade was anderes zu sortiert? Bedrest. Grow. Das würde ich nicht tun. Band 3. Übrigens mal, wie viel schneller Jean ist da drin. Smith, Art, Clean. Hier. Tiere. Kümmere dich mal an die Tiere. Finde ich, das ist wichtiger als Mining. Mining hätte ich auch auf 3. Nicht ganz klar, warum ich jetzt am Minen bin. Hier habe ich keine Tiere mehr definiert. Also ich habe wahrscheinlich keine Nahrung für die Tiere. Das ist natürlich ein Problem. Female, Female. Das sind alles Females. Ich glaube, die. Wobei. Wenn sie gezähmt sind, sollten sie eigentlich nicht angegriffen werden. Denke ich persönlich. Ich glaube, die bringen mir nur aktuell nichts, weil die Sprit erzeugen. Die können einfach rumlaufen. Noch irgendwo einen anderen roten Panda? Was habe ich hier noch an? Irgendwie ein Truthahn? Das ist. Nee. Seid ihr denn? Solar Flares Ending. Female. Male. Jede Menge Males hier immer dabei. Männer, Männer, Männer. Überall nur Männer. Shorten Away Story. Ja, okay. Das ist natürlich nicht so cool, wenn das Fleisch einfach verrottet, weil wir brauchen halt 10 Fleisch, um einmal Essen herzustellen. Das macht es ein bisschen unangenehm. Insgesamt in der Handhabung, wenn man nicht schnell genug Fleisch nachbekommt. Ah, jetzt kümmert sich aber jemand hier drum. Sehr gut. Sehr, sehr schön. No Storage Space. Dann machen wir den einfach ein bisschen größer. Hier, Expand Zone. Furniture. Wir wollen hier noch einen Stuhl hinbauen. Und in der Forschung wollen wir wahrscheinlich als erstes die Batterie erforschen. Das heißt aber, ich muss jetzt jemanden, der für die Forschung zuständig ist, der ist Plant Cut und Grow gleichzeitig. Und wenn damit fertig ist, soll er halt forschen.
Wir haben es. Oh, und wir müssen was anderes bauen. Wir müssen was anderes bauen für die Temperatur. Müssen wir zumindest einen Passive Cooler bauen. In vielen Bereiche. Weil das sonst zu warm wird. Wir sehen es hier auf der rechten Seite. Hier steht die Temperatur. Und wir haben es draußen schon 28 Grad. Hence wird es aktuell wärmer. Wir kommen nicht zuerst in den Sommer meistens. Wir haben schon in 24. Also, das ist sozusagen der passive Vorteil, einfach dadurch, dass wir in den Berg gebaut haben. Aber es ist natürlich trotzdem nicht perfekt. So, wie benennen wir unsere Siedlung? Erstmal unsere Fraktion. Und wie nennen wir unsere Siedlung? Vereinigte Sachsen können. Ups, man müsste tippen können. Sachsen können wir unsere Fraktion nennen. Und die Siedlung selber. Benjaministan. Perfekt. That's what I like to see. So, jetzt brauchen wir wieder nochmal ein bisschen Optionen hier. Weil wir hier wollen, wenn wir irgendwie über Gefangene machen, wollen wir die hier reintun. Die können wir zum Beispiel verkaufen an Sklavenhändler oder ähnliche Faxen mit denen treiben. Entsprechend wäre es relativ hilfreich, wenn wir einen Raum für Gefangene haben. Wir brauchen jetzt wieder Mining. Vielleicht durch meinen Herstellungsraum machen. Hier in dem Fall, weil wir einfach noch mehr Sachen, sozusagen noch mehr so Crafting-Sachen hinbauen müssen. Wer von uns ist unser. Felix ist doch der Researcher. Warum bist du nicht am Researchen? Ah, relaxing socially, okay. Er meint, das brauchen sie, sonst haben sie schlechte Laune. Dann kann, das kann ich ihm nicht verwehren. Wir brauchen aber jetzt hier noch eine Wooden Door und eine Wooden Wall, dann wir es wirklich zumachen. Und dann müssen wir in den Zonen bei der Roof Area. Sehr gut, das funktioniert. Dann hier haben wir noch keinen Roof drüber. Ja, also ich bin am super langsam meinen. Das ist irgendwie nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wieso kann ich eigentlich nicht hunten? Da habe ich nur drei. Ja. Endlich. Jetzt doch aber tamen. Fehlt mir einfach nur die, das Essen dafür, oder? Für Taming. Würde ich behaupten. In den meisten Fällen sollte mir einfach nur das. Oh, nee, 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 nee. Euch will ich nicht haben. Ich will euch da drüben nicht bei mir reintragen. Das ist Quatsch. Ich baue jetzt aktuell noch alles aus Holz, weil ich von Holz noch ein bisschen was habe mit 117. An wem gehörst du eigentlich an, Aquarius? Master ist Jean. Jean schläft da, also kriegst du dein. Bettchen. Bei Jean. Im Raum. Ja. Neben der Kühlung darf der Hund schlafen. Hört sich noch einen sinnvollen Plan an, oder? Und ihr könnt doch das Essen nicht hier draußen liegen lassen. Leute! Leute! Das Essen! Und die Medizin. Ach. Ach Gott. Was soll nur aus denen werden, ey? Oh, wir haben auch noch mal Essen, das wir freigeben dürfen. Das können sie dann reintragen am nächsten Tag. Der ist noch nicht ausgewachsen. Der auch nicht. Und ich habe irgendwie eine krabbelige Nase heute wieder mal. Das ist irgendwie nicht so angenehm. So, du warst doch unter anderem zum Zähmen. Animal Sleep. Okay, Animal Sleep ist natürlich blöd. Wach auf. Hey. Jetzt könnte ich das. Okay, das könnte ich versuchen zu zähmen. Dann habe ich es irgendwie falsch. Warum? Handle es doch auf 2. Macht der, was er möchte? Oh, wir haben es übrigens gerade gezähmt. Genau dieses haben wir gerade gezähmt. Was mir gerade noch auffällt, ich muss irgendwie festlegen können,
In welchen? Hier, Area Unrestricted. Ah. Wie Zone habe ich denn? Fishing Zone. Wir haben, glaube ich, niemanden, nichts, wo wir fischen dürften. Expand Home Zone. Ich müsste jetzt zwei Home Zones sozusagen erstellen. Ey, expand allowed areas. Area 1. Okay, dann können wir hier Area 1 festlegen. Ihr dürft gerne hier in dem Bereich sein. Tiere, aber da hinten will ich euch eigentlich nicht haben. So, Area 1 ist jetzt unsere Animal Area. Dann können wir das hier restricten. Aquarius darf natürlich woanders hin. Und Red Panda, du bist auch Area 1 restricted. Okay, das war vielleicht übertrieben. Vielleicht sollten wir die Zone noch ein bisschen ändern, dass sie auch hier raus dürfen. Das sollte sie relativ befreien, dass sie draußen zum Beispiel grasen können und ähnliches. Denke ich. Halte ich für eine gute Idee. Außerdem sollten wir ihn vielleicht Animal Sleeping Spot zur Verfügung stellen. Was dann auch noch wichtig ist zu bauen, ist tatsächlich uns Gedanken zu machen um Strom. Eine Windturbine wäre zum Beispiel super nett. Hier so hinzubauen. Dann kann ich nämlich in dem. Was habe ich jetzt für. Im Reis und Drogen angebaut, ne? Dann brauchen wir nämlich noch eine Growing. Bereich, können wir hier so machen, für Baumwolle, damit wir Klamotten uns später machen können. Und was anderes haben wir auch so Tierfelle. Hast du eigentlich auch Needs? Food und Rest. Was anderes? Okay, das ist relativ einfach. Das ist dann relativ einfach. Baut's auf. Wir haben allerdings noch keine Batterien. Wir müssen irgendjemand mal ein bisschen mehr dazu kriegen. Oh, hier verkehrt rum gebaut. Ich Vollidiot. Naja, ist glaube ich relativ egal in dem Fall. Wir müssen da mal gucken. Power Conduit. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen insgesamt. Wir müssen hier jetzt durch die Wände, würde ich sagen. Bedeutet, dass wir die Wände alle neu bauen müssen. Weil wir nicht unter Stein lang. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Weil wir nicht unter Stein lang bauen dürfen. Sondern wir dürfen nur unter einem von uns gebauten Wänden lang bauen. Natürlich ein bisschen blöd ist, aber ist halt so. So. Aber ich hatte es auch nur bei dem versucht zu tamen, ne? Die Dinger hier alle. Bitte nicht hauen, danke. Bisschen viel angeklickt vorhin, glaube ich. Bisschen sehr viel. Kriege ich von dem eigentlich auch irgendwie Wolle oder sowas? Nee. Guard. The animal can be assigned a master who would follow and defend. Das halte ich für eine gute Idee. Auch bei dir. Training. Guard. Attacken musst du nicht, aber du solltest auf die Leute achten. Die hier können wir übrigens mal festlegen als Gefangenenbetten. Entsprechend können wir hier. Geht das hier durch? Nee, ne? Standing Lamp. Ah, müssen wir erstmal fertig gebaut haben, okay. Das ist dann natürlich relativ unschön. Ja, jetzt baut aber hier Jean direkt schon, lädt richtig los mit den Stromleitungen.
Jetzt muss er das ja einiges abbauen. Ist halt so. Kriegen wir noch ein bisschen Maschinerie raus, ne? Ach ne, Komponenten sogar. Mega nice. Komponenten sind sehr, sehr wertvoll. So, jetzt wollen wir unter Production Electrical Tailor Bench. Können wir jetzt hier zum Beispiel hinbauen. Und ein Electric Stone Cutter Table können wir hier noch hinbauen. Soll dann bei beiden dafür sorgen, dass es deutlich schneller geht. Wir haben sogar hier jetzt hübsche Sachen stehen. So, jetzt war noch die Frage, kann ich die... Oh ja, ich kann die Standing hier so reinziehen. Sehr gut, durch die Wand. Was dann supi angenehm ist. Wir brauchen hier eine, wir brauchen hier eine. Dann können wir nämlich die Fackeln abbauen. Wir brauchen natürlich auch eine im Hauptraum. Da haben wir nämlich sogar schon elektrisches Licht. So schnell geht das. Wir haben noch keine Batterie. Also wenn hier der Strom ausfällt, ist das elektrische Licht auch weg. Müssen wir mal sehen. Oh, hat wirklich jetzt langsam unser Forschungsmädchen für alles. Müssen wir das so ändern? Haben wir jetzt noch irgendwie Pflanzen, die wir wirklich bearbeiten müssen dringend? Nee, ne? Aber Jean ist halt. Nee, Felix ist der Lehrer. Ja, jetzt genau, jetzt ist zum Beispiel gerade elektrisches Licht gleich alle. Gibt keinen Strom mehr. Ah, er hat schon geforscht nebenbei, Felix. Hunting Party. A group of hunters from are passing through the area. They will hunt here for a few hours and then move on. What? Also. Die könnte ich theoretisch sogar überfallen, wenn ich will, aber will ich halt nicht. What the heck? Okay, nimm's aber mit. Ich knall nicht nur einfach Sachen ab, die nehmen's auch mit. Nee, nicht das Weibchen, du Affe. Och, du bist doch ein Idiot. Ja, nimm dieses Weibchen auseinander. Ach, scheiße. Ich kann mich auch nicht dagegen wehren. Die haben viel zu gute Waffen. Ah. Haben sie das Weibchen abgeknallt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, warum ist denn Jong jetzt unbeschäftigt? Also übrigens, das glaube ich mal. Sollte eine bessere Waffe sein als die, die du hast. Damage 4,3. Wenn es nur drafted. Keine Ahnung. Ich denke, das ist eine bessere Waffe. Eine Axt. Ist es nicht. Deutlich nicht. Ne, ist es nicht. Okay, wenn wir Batterien haben, haben wir dann eine konstante elektrische Versorgung. Das ist dann relativ angenehm. Da können wir dann auch für. Wenn wir schon dabei sind. Moment. Ja, hier Temperatur. Können wir dafür sorgen, dass es hier kühler wird? Zumindest hier im Vorraum können wir dafür sorgen, dass es kühler wird. John ist anscheinend unterfordert gerade. Handle, Hand. Wir können natürlich auf Jagd gehen, wenn er unterfordert ist. Ich meine, wir hatten hier doch diese ganzen Männchen vorhin. Die brauchen natürlich nicht alle. Wenn ich sie wiederfinden würde. Wenn ich sie wiederfinden, haben die jetzt alle gekillt? Bin verwirrt. Von denen kriege ich auf jeden Fall auch Fell. Entsprechend kann ich, glaube ich, fast alle tamen. Würde ich behaupten. Und ich werde noch mehr Growing Zones machen müssen. Auch wenn die denn nicht auf gutem Grund sind.
Es gibt eine Multiplayer-Mod für das Spiel, allerdings nicht vom Spiel selber. Bop, 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 bop. Was nehmen wir hier? Können auch Hopfen machen, wir könnten auch dann Bier brauen später. Weil ich habe keine Heal Root, wa? Mal kurz überlegen, was ich hier pflanzen will. Ich glaube, ich nehme mal Korn, damit ich mich um das nicht mehr so sehr kümmern muss. Mit Reis habe ich, glaube ich, erstmal unseren Tagesbedarf gedeckt. Also es gibt auf jeden Fall eine Multiplayer-Mod für das ganze Spiel. Ich weiß nicht, wie gut die funktioniert, aber die gibt es schon seit Jahren. Und daher gehe ich davon aus, dass die relativ stabil inzwischen sein sollte. Mal daneben geklickt. Masterwork. Shanghai's created a wooden dining chair masterwork engraved on this furniture portrays seven rogues brandishing pikes. Felix stands as tall as a building, shouting triumphantly. This image tells the story of Felix Hamlet being attacked by barbarians on the second April May. Moment, von Ape Felix? Ein Master. Hier ist der Masterwork Wooden Dining Chair. Das ist ja nice, ey. Oh, sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir haben die Batterie fertig researched. Ich würde die Drogenproduktion fast als nächstes nehmen. Oder Smithing ist vielleicht auch eine ganz gute Option. Recurve Bow, Psychi-T. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was wir davon als nächstes brauchen. Autodor. Gemeinschaftswohnung, Holzfußboden könnte ich mir dann überlegen, ja. EMP-Trap, Fireform-Trap, Infrared from any kind of mortar shell, Hydroponics. Gravity grow crops indoors, regardless of the terrain or weather outside. Ah, das ist natürlich auch super nice. Geothermal Power. Build Geothermal Power Plants on top of Steam Geysers for uninterrupted power. Oh, das braucht aber 3200, das ist halt super viel. Industrial Props, Brewing Expanded, Cooking Expanded, Vanilla Expanded, Farming Techniques, Animal Feeder Scarecrow. For larger scale farm operation include centralized feeding and dedicated scarecrows to keep your crops uneaten. Sow the beautiful long lasting succulents. Leather tanning, complex clothing. Also aktuell bin ich erstmal daran am überlegen, was ich hier. Ich glaube, ein Solar Panel will ich vielleicht noch haben. To rapidly grow crops indoors. Ich glaube, Solar Panel wäre erstmal ganz cool zu kriegen noch als nächstes. Wir müssen aber jetzt hier ein Dach bauen und Batterien drüber. Ich glaube, wir können die Batterien einfach hier an die Wand bauen, außen tatsächlich. Dann ist es deutlich einfacher, das Dach drüber zu ziehen. Da wir jetzt hier Batterie haben. So, und dann machen wir hier noch die Zone. Build Roof Area. Nochmal drüber. Dann sollte es vor dem Regen geschützt sein. Und er scheint. Trained Guard, 49% Chance, 2 von 3. Ah, sehr gut. Jean kriegt dann vielleicht sogar einen zweiten Mitstreiterlein. Ah, hier, euch können wir jagen. 2% Chance to Attack.
Was könnte Felix jetzt in der Zeit machen? Wenn er nicht researched, könnte er Grown und Plant cutten. Oh, der trifft sogar auf die Entfernung. Holy shit. Komm schon. Triff ihn nochmal. Triff. Ich hab gesagt, du sollst treffen. Okay, so wird zu dem ersten schönen Schuss. Gut, dass Munition hier nicht simuliert wird im Spiel. Ich meine, der verblutet auch 18 Stunden, aber vielleicht nochmal ein, zwei Hits zu machen, wird es vielleicht ein bisschen beschleunigen. Ey, da war noch ein Hit. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben dann vielleicht ein koscheres Viech, weil es einfach ausgeblutet ist. Moment, schießt einfach direkt weiter. No Storage Space. Ach, dammit. Ach, dammit. Das ist jetzt hier natürlich blöd insgesamt. Aber das können wir sowieso direkt mal nutzen. Können wir hier nämlich mal sagen: Allow Fresh, Allow Rotten, Corpses. Nein. Stone Chunks, das ist es mehr oder weniger nur. Und hier bauen wir eine Tür ein. Und hier müssen wir auch noch ein Kühlgerät einbauen. Entsprechend würde ich hier Zone Dump Stockpile Zone Storage Allow Rotten, Allow Fresh Corpses, Human-like Corpses. Nur Animal Corpses. Dort werden wir dann nämlich unsere Sachen kühlen. Also das Ziel. Die Frage, wer ist denn fürs Spawn zuständig? Power Conduit. Jetzt muss ich den hier natürlich drunter durchziehen. Bis hierhin. Wer ist denn fürs Schlachten zuständig bei uns? War ich das? Was zählt denn als Schlachten? Ist es Craft? Dann wäre ich der Einzige. Labor at Workstations. This includes Stone Cutting, Smelting and more. I guess das bin ich. Prioritize Butchering. Du kannst es wahrscheinlich nicht. Genau. Ah ne, Cooking ist das. Okay. Butchering ist Cooking mit. Cooking bin ich natürlich. Was mache ich denn gerade? Ah, ich tame gerade die. Ah, gut, dann warte ich da vielleicht noch kurz drauf. Vielleicht schaffe ich ja das Tamen. Ja. Tame failed. Dö-dö-dö-düm. Den nächsten zu tamen. Nee, dann mal bitte kurz erstmal butchern. Weil die Dinger verfallen. Du kannst danach weiter zähmen, mein Freund. Also ich Freund, besser gesagt, in dem Fall. Was ist denn anderen auch noch von da unten, oder was? Zum Schlachten. Dann kriegt man nämlich Leder hier. Plain Leather. Wenn die nicht verfallen sind. Und dann könntest du vielleicht auch nochmal ein bisschen Nahrung herstellen, oder?